Außerdem hat er Geld wie Heu. Wahrscheinlich hat er sie in einer Zeitung gesehen und sie mit seinem Privatjet abholen lassen. Lecker Mädchen. Jetzt wird sie noch berühmter und er wird darüber stolpern. Willst du ein Bier oder einen Kaffee? Cola. Ich holte 2 Cola aus dem Kühlschrank und stellte sie vor uns auf den Tisch. Oskar sah mich an. Was ist los, Peter? Vielleicht sollten wir die Finger davon lassen. Da steckt 1 Million drin. Oder mehr. Du musst deinen gewichtigen Grund haben. Den habe ich auch. Ich erzählte ihm die Geschichte. Wir werden Gloria gleich einweihen. Aber ich sehe eigentlich kein Problem, du hast nichts falsch gemacht. Sie waren auf öffentlichem Gebiet. Dein Name wird nicht genannt. Er hatte recht, und ich nickte. Aber ich hatte nach wie vor das Gefühl, dass wir es sein lassen sollten. Wir geben der Sache ein paar Tage. Oskar stand auf, um Gloria anzurufen. Ich hörte, wie er sie in die Geschichte einweihte. Er stand an meinem Schreibtisch, und ich sah, wie er das schwarz-weiße Foto aus der Vergangenheit in die Hand nahm. Er warf einen Blick darauf, legte es wieder hin. Dann nahm er das Foto erneut in die Hand, während er Gloria plötzlich ganz geistesabwesend in seinem langsamen, akzentreichen, aber korrekten Spanisch antwortete.